Willkommen zurück zum CrossFit Vienna Adventkalender. Thema heute ist How to not fuck up your hands doing pull-ups or toes to bars. Also ganz generell, wie man seine Hände nicht kaputt macht, wenn man an einer Stange hängt, um Turnübungen zu machen. Das Wichtigste gleich einmal zuerst ist, man braucht einen guten festen Griff. Wenn man zu viele Bewegungen hat im Handgelenk, dann führt es dazu, dass man mehr Reibung zwischen der Stange und seiner Hand erzeugt und das führt recht leicht zu Blasen. Also das erste Mal ein guter fester Griff, dass die Bewegung möglichst gering ist zwischen Hand und Stange. Der zweite Punkt ist, wie man dann die Stange tatsächlich angreift und das werde ich im nächsten Video zeigen. Am besten ist, wenn man so einen Pseudo-Falls-Grip verwendet, da hat man von Haus aus weniger Reibung, weil die Hand sich an der Stange gar nicht mehr bewegen muss. Und der dritte Punkt ist, wenn ihr merkt, dass ihr so leichte Hornhaut entwickelt, die immer dicker und dicker wird, dann nehmt euch einen Bimsstein und reibt die Hornhaut ein bisschen ab, sodass keine oder Hautfetzeln wegstehen, hart, die noch mehr Reibung erzeugen, sodass die Haut immer recht glatt bleibt. Eine gute Creme verwenden, einschmieren und dann soll wieder alles Palette sein. Ein letzter Tipp zum Schluss. Außer ihr seid in einer lebensbedrohlichen Situation oder ihr habt eine unfassbar wichtige Competition, macht eure Hände nicht kaputt. Ich sehe so viele Leute, die immer wieder Pull-Ups machen, alles ist blutig und dann können sie ein, zwei Wochen nicht trainieren. Das bringt gar nichts. Besser ist es, langsam Toleranz aufzubauen. Bis zum nächsten Mal.